So, nicht mehr lang, wir haben schon weit über die Hälfte geschafft. Das heißt, wir plötzlich die FPS von 20 auf 50 schießen, dann wisst ihr, Es hat funktioniert. so, da kommt einer, warten wir mal kurz. Das bin ich, Hammer, nein. Wie knapp. Ich bin so ein Depp, ne? Wir schön langsam fahren. Und haben wir auch schon eine Änderung da vorne, dieses schöne Haus. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich weiß gar nicht warum, das kam mir total natürlich vor. Parkplatz für das Haus? Kann ich sagen, dass es hier keinen Parkplatz gibt. Aha, es gibt einen Parkplatz. Boah, das ist ein geiler Parkplatz. Und paar Buns, so zwar Sunrise Twin Tower 2. Sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus, als die Mapper hier können was. Oh, noch einer, okay. Noch ein Aufzug, natürlich funktionsfähig. Können wir gleich mal rufen. Wir müssen uns die anderen Details hier angucken. Ein Klo und noch ein Klo und noch ein Klo. Echt, wir fliegen da jetzt runter, ne? Das wird dann, genau. Das Klo des anderen. Ich hab doch den Aufzug gerufen. Irgendwie. Oder? Naja. Einfach nochmal. Vielleicht brauchst du einfach ein bisschen oder so. Ich würde gerne ins Café. Wir werden jetzt einfach mal alles abfahren. Nacheinander. Snack, drücke Enter. Ach cool. Ich verstehe zwar nicht, warum er da Geld reinwirft und sich eine Flasche Getränkeflasche holt, aber es ist cool. Na, hier kann sich ein bisschen mit Freunden hinschillen. Bisschen Schach spielen. Natürlich regnet es hier rein. Das braucht man für das richtige Flair. Einfach unerlässlich, ne? Ja, auf jeden. Ich finde es übrigens etwas schade, dass es zu welchen Häusern keine Treppen gibt. Als ich fett Sky könnte man sich so aussuchen. Man möchte jetzt entweder mit dem. Ja, mit dem Aufzug fahren oder mit den Treppen laufen, ne? Und da will ich gar nicht hin. Ich will ihn unbelegt. Der will ins Café. So, unbelegt ist unbelegt. Ja, ne? Und er macht den Aufzug kaputt. Dopti-dopti-dopti-du. Das ist der Aufzug. Ja, da möchte ich auch hin. Das ist nämlich Stock Nummer 3.
Ja, also ganz ja, normal eben, ne? Und ich dachte, hier kann man jetzt irgendwie rein oder so und da hinter die Wand, aber ja, da eben nicht. Ja, natürlich noch ein bisschen was zum Kaufen, ne? Ist ja logisch. Und achso, so eine Extra-Tour, ja, da bin ich ja rausgekommen. Kurzzeitgedächtnis vor der Win und so, ne? Ihr wisst. Cheers. Ja. Hab ihn einfach mal gestört. Das ist aber schon dieser Privatraum. Dann gehen wir nach Bueros. Okay, keine Ahnung, was das sein soll. Okay. Da hat er vergessen aufzuräumen. Das Sportcar-Shop-Business hier. Das ist irgendwie so, welche Büroräume sein, vermute ich mal. Ja, sieht so aus, als wären das Büroräume. Hier. 24/7. User joined your channel. Paar Büroräume, ne? Weiter geht's. Wahrscheinlich das gleiche sein. Nur mit bisschen anderen Räumen. Das heißt, mal gescheit in Ordnung und so, ne? Ja, es ist im Grunde genommen das gleiche. Aber wir müssen es, denke ich mal, nicht weiter angucken. Geh weiter zu Fitnessstudio. Ach, kann ich jetzt ein Ticket kaufen? Das werde ich mal nicht machen, weil ich so wenig Geld habe. Oh. Umkleidekabine, vermute ich mal. Kann ich fertig machen? Wo will der denn endlich leben? Ich versuch's mal. Box, wenn man einen Fu kann. Ne, auf jeden Fall ganz schön. Ist ganz schön gemacht, ne? So, jetzt aber. Und dann jetzt gleich in den nächsten Stock, und zwar Stock Nummer unteres Apartment 7. Fährt erstmal runter. Weil das ist ganz runter wollen, ne? Ist der gerade. Okay, dann kann man sich dann immer Apartments kaufen. Wie kostet die denn? 3 Millionen. Ach du Scheiße. Mal gucken, ob man hier irgendwo rein kann. Enter. Vielleicht hat einer offen gelassen, aber das wird dann wahrscheinlich nur bei Häusern gehen. Ja, ne? Warten wir jetzt, bis der Aufzug wieder da ist. Wir fahren zu den oberen Apartments. Und ich glaube, dass es da irgendwelche großen Unterschiede gibt. Eigentlich ja das gleiche. Gleich weiter zu unbelegt ist jetzt was, ist doch die 10, die Aussichtsplattform. Das war zuerst runter, weil jemand schnell war. Wohin will der? Ach, geht anscheinend mit hoch. Okay.
Zusammen werden übrigens 10 Minuten folgen. Das werden wahrscheinlich schon längst gemerkt haben, aber ich sag's nochmal kurz. Das liegt daran, dass ich sonst zu wenig Aufnahmematerial habe. Versuche jetzt nämlich jeden Tag ETS2 und SAMP hochzuladen. Das könnte zu schwer werden, aber ich versuch's. So, gehen wir weiter auch raus. Hui, da muss aber aufpassen, ne? Das ist ganz schön tief, ne? Da fliegt der Ballon vorbei. Und was sagen wir, diese schöne Aussicht, was ist auch noch schon mal für diesen Part. Ich werde natürlich noch mal schon für den nächsten Part überlegen und ja, bis dann, ne? Tschüss.